Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf unserem Kanal. Sofort und gleich. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Item Shop. Sofort ugleich TTV. Dann auf Annehmen drücken. Das unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Buck drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir gehen in den Item Shop vom 7.8.2019. Heißt, wir haben heute erstmal den Skin, den er gleich mir geschenkt hat. Also erstmal eine neue Lackierung, aber der Deadfire ist zurück. Der Deadfire ist zurück. Der Deadfire ist zurück. Das Ding ist ungefähr seit einem Jahr nicht mehr im Shop gewesen. Ein mega geiler Skin. War damals bei dem Wild West. Ja, war Limited Time Mode. Ja. Drin. Haben wir natürlich dann auch gleich geholt, weil wir wollen euch ja auch zeigen, wie das Ding dann aktiv aussieht. Wie sieht man ja anhand der Kills, dann würde sich der verändern. Nee, jo. Ich habe gelesen, der verändert sich anhand, wie viele Spiele du überlebt hast und wie viel Damage du an Leuten gemacht hast. Echt? Ja. So rum. Okay, ja. Wir fangen aber auf der rechten Seite mal an. Mit dem tiefen Dab. Ja, der tiefe Dab, den finde ich persönlich jetzt nicht so ganz so prickelnd. Kriegt von mir 6 von 10. Wie viel kriegt er von dir? 6 von 10. 6 von 10, von mir kriegt er 7 von 10. 2,86 von 5 bei 14 Votes zum ersten Mal am 20. Juni 2019 im Shop gewesen. Seitdem 3 Mal und 19 Reminders. Dann kommen wir zu Total Funky. Mega cool für 200 V-Bucks. Yeah, man. Yeah, man. Yeah, man. Kriegt von mir 9 von 10. Von mir auch. Get Funky 2,67 von 5 bei 12 Votes zum ersten Mal am 5. Mai 2019 im Shop gewesen. Sind 3 Mal und 3 Reminders. Dann kommen wir zu Sternenstab. Oh, hast du schon drin. Okay. Weil jetzt sieht man nämlich die Sternchen auch schön. Ist es drin? Und deswegen kriegt Sternchen. Ist drin? Ja, ja. Sternenstab von mir 6 von 10. Von mir 7 von 10. 3,65 von 5 bei 17 Votes zum ersten Mal am 19. März 2019 im Shop gewesen. Seitdem 6 Mal und 26 Reminders. Dann kommen wir zu Gage. Gage. Der Gage. Für 800 V-Bucks das Teil. Ja. Weiß ich nicht. Zoom mal an den Rand, bitte. Ich weiß nicht, was Stimmen geben soll. 6 von 10. 6 von 10 von mir kriegt er 7 von 10. 3,135 bei 8 Votes zum ersten Mal am 3. Juli 2019 im Shop gewesen. Seitdem 3 Mal und 17 Reminders. Dann kommen wir zur Gaunerin. Genau. Ah, ne, voll ablachen. Mega geil. 10 von 10. 10 von 10. Für 500 V-Bucks. Das ist dein anderes Erlebnis mit dem Mod. Ja, genau. Oh, da steht ein Esel. Da steht ein Esel. Nein, das kann nicht sein. Da steht ein Esel. Irgendwo muss ein Esel sein. 3,84 von 5 bei 38 Votes zum ersten Mal am 4. Juni 2018 im Shop gewesen. Wir sind dann 13 Mal. Und 97 Reminders. Dann kommen wir zum Rapscallion. Rapscallion Gaunerin. Für 1500 V-Bucks 7 von 10. Auch 7 von 10. 4,6355 bei 93 Votes zum ersten Mal am 3. Juni 2018 im Shop gewesen. Da nehmen wir 17 Mal und 229 Reminders. Dann kommen wir zu. Ja, das andere haben wir ja gestern schon drin gehabt. Wir können aber einfach mal ganz kurz durchklicken, wie die Benotungen sich heute entwickelt haben. Genau, also gucken wir einmal beim Rio Grande. Oh, oh. 4,38 von 5 bei 13 Votes zum ersten Mal gestern im Shop gewesen und 9 Reminders. Und dann kommen wir zu Grenzläufer. Der Grenzläufer hat inzwischen eine Benotung von 3,9 von 5 bei 10 Votes und 0 Reminders. Dann kommen wir auch zum Langhorn. Und das hat eine Benotung von 3,71 von 5 bei 7 Votes und 14 Reminders. Dann kommen wir auch schon zu den zum hier. Ja, gehen wir mal da links rüber erstmal, genau. Deadfire. Deadfire, mega geiler Skin, wirklich. Für 2000 V-Bucks haben wir jetzt heute dann auch mal geholt. Bin froh, dass das Teil endlich wieder drin ist. Ein Jahr ungefähr hat es gedauert. Schau mal bitte nach, wie lang es jetzt her ist. 282 Tage. Wann waren das? 282 Tage am 29. Oktober 2018. 29. Oktober 2018. Hammerteil. Ja gut, haben sie natürlich jetzt gemacht, weil ja jetzt Tilted weg ist. Ne? Jetzt gibt es ja Tilted Town. Es ist nicht lange weg. Und trotzdem ist es jetzt erstmal weg. Und Leute, by the way, ich habe übrigens, by the way, eine Theorie. Klicken wir mal auf die Herausforderung, sehen wir,
Beast Team 1 Tag und 9 Stunden. Ich denke, weil hier steht auch noch zeitlich begrenzt. Ich denke, dass in einem Tag und 9 Stunden und 34 Minuten die Roboter aus diesem Game rausfliegen. Alter, wir würden es so feiern. Wir haben heute übrigens einige Roboter wieder zerstört. Ich weiß, wir wurden gehasst. Der eine ist mir die ganze Zeit hinterhergerannt und hat mich gepickt danach. Einfach rein, Selbstzerstörung und wieder raus und tschüss. Genau. Also macht einfach mit, Leute. Ehrlich, je schneller die Dinger wieder draußen sind, desto besser. Geht in das Teil rein, Selbstzerstörung, wieder raus, lauft weiter. Lasst den Schrott einfach auf der Map stehen, ohne Flachs. So, jetzt rechts war... was haben wir denn? Rechts. Wir haben uns noch geben. Wie gibt's ja, 10 von 10. 10 von 10, nicht 18 von 10. 3,84 von 5 bei 150 Votes zum ersten Mal am 24. Oktober 2018 im Shop gewesen, seitdem 5 Mal und 119 Reminders. Und hier oben steht übrigens auch, this town ain't big enough. Reactive, transform by dealing damage or by outliving other players. Ah, okay. Ja. Gut, dann Dunkelsplitter. Wird übrigens heute noch ein Gameplay dazu folgen. Zum Deadfire. Dunkelsplitter, 1200 V-Bucks, auch geil, 10 von 10. Bei mir auch. 3,925 bei 39 Votes zum ersten Mal am 24. Oktober 2018 im Shop gewesen, seitdem 5 Mal und 60 Reminders. Dann kommen wir zu dem neuen Item, Fraktalpunkt, das ist mega geil. Also wirklich, ich finde es mega geil. Hatte auch kein Voting bis jetzt, aber boah, ich finde es geil. Ist echt nice. Definitiv. Boah, das vor allem sieht geil aus. Ja, aber ich persönlich bin jetzt nicht so der Mega-Fan von dem Ding. Sieht schon geil aus. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Boah. Mach das weg. Mach das weg da. So. Also, ich persönlich finde es jetzt nicht ganz so krass. Von mir kriegt das Teil 7 von 10. 9 von 10. Keine Benotung und 12 Reminders. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, use uns in Supporter Credit Code zur Folge, der steht vor im Item Shop, bis dahin, haut noch rein und tschüss.